Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial von Shisha for You. Ich möchte euch heute ein ganz besonderes Shisha Setup für die Funnel Bowl präsentieren, nämlich die Master Quad Lochung. Ich weiß, ein sehr genialer Name. Vielleicht kann man schon erahnen, was es für eine Lochung sein soll, anhand des Namens Quad Lochung. Dafür benötigen wir einen Mod. Zumindest ist es sehr empfehlenswert, weil natürlich die Hitze halt besser durch den Mod fließt und somit auch der Tabak besser erhitzt wird. Am besten noch irgendwas zum Verschieben des Tabaks. Und Alufolie, das will ich noch nicht unbedingt zeigen, weil schon die Lochung dran ist. Ich habe in diesem Fall Havanna-Alufolie genommen, 2 Lagen. Als Tabak gönne ich mir einfach mal heute Fantasia Raspberry Lemonade. Die Dosen hier einfach nicht beachten. So, hier, wunderschön. Ich war leider unfähig, die Verpackung ordentlich aufzumachen, deswegen nochmal schön an den Zipper getan. So, haben den ganzen Scheiß mal raus. Schön feucht, wie man sieht. Schnitt finde ich jetzt auch nicht so schlimm. So, das verteilen wir natürlich schön. Es ist eigentlich völlig egal, wie viel Tabak ihr reinmacht. Je nachdem, wie viel Tabak ihr reinmacht, desto länger oder kürzer raucht ihr. Ich habe festgestellt, dass ich mit 7 Gramm ungefähr 50 Minuten rauche, mit 2 Leuten, die halt dauerhaft ziehen. Wenn ich ein bisschen mehr reinmache, halt auch ein bisschen länger, dann hätte es eine gute Stunde und ein paar Minuten mit dem Windschutz. Ich werde heute mal ein bisschen mehr reinpacken, weil ich Besuch habe. Finde es übrigens an der Kamera. Didi. Ich wollte gerade sagen, wir wollen ja auch einen leckeren Kopf rauchen. Ja, und seine Freundin will natürlich auch rauchen. Mit 3 Leuten ist das natürlich immer so eine Sache. So. Ich weiß, einige werden jetzt denken, warum macht er das mit den Fingern? Ist er eklig, der Typ? Nein, ich bin halt Profi. Nein, ich muss das ja ganz irgendwie rechtfertigen. Ich finde es irgendwie leichter mit den Händen zu machen, weil man das ein bisschen leichter auseinanderzipfeln kann. So, hier schön den Tabak rein. Einige Leute können ja jetzt auch mal vorspulen, wenn ihnen das langweilig ist. So. Damit hätten wir das auch schon. So, kannst mal kurz ausmachen. So, jetzt geht's weiter. Ja, wie man sieht, meine Hände sind eigentlich gewaschen. So, hier nochmal dieses Stecherstück. Das würde ich am besten benutzen, damit man den Tabak ein wenig vom Mod wegmacht. Ein bisschen mehr am Rand. Das hat den Vorteil, dass der Tabak nicht so schnell anbrennt, weil der Mod natürlich auch heiß wird, aber wirklich heiß. Also wenn ihr mal so ein Ding direkt nach dem Kopf anfasst, ihr werdet schreien. Das habe ich schon 2-3 Mal erlebt. Nicht zu empfehlen. So, wie man sieht, das reicht eigentlich schon völlig optimal. So, kommen wir zur Lochung. Quad. Ja, Quad. Was heißt Quad? Genau, irgendwas mit 4. Das ist auch das Prinzip. Es ist kein Atomzeichen. Es ist, 4-mal so ein Zeichen. Wie man sieht, für 4 Stückchen Bambucha. Ja, man wird sich jetzt natürlich fragen, wow, wird das nicht zu viel Hitze sein? Nein, wir haben festgestellt, dass 3 Bambucha bei einer Atomlochung viel zu wenig ist. Wir werden natürlich gleich nochmal mit dem Kopf rauchen und euch sagen, was nochmal die Vorteile und Nachteile bei diesem Setup sind. Und warum man das überhaupt verwenden sollte. Natürlich habe ich mir Gedanken darüber gemacht und deswegen werdet ihr auch erfahren, warum es für die Bambucha natürlich optimal ist und warum wir nicht. Wir sind jetzt oben und testen meine Master Quad-Lochung. Finn ist natürlich auch eigentlich im Bild. Wir haben auch mal einen tollen Vorschlag entgegengenommen, den wir schon lange nicht mehr entgegengenommen haben, weil unsere neuen Shishas so ein dickes Kaufrohr haben. Nämlich haben wir einen Diffusor auf meiner Shisha drauf. Man kann ja mal hören. Wie man hört, hört man nichts. Ja, wie man hört, hört man nichts. Die Kohlen sind natürlich an, schön durchgeglüht. Das ist auch das Wichtigste bei dem Bambucha. Die Kohle muss richtig, richtig durchgeglüht sein. Sonst hat man, wie einige meinen, so einen hässlichen Selbstzündergeschmack oder so einen hässlichen Kohlegeschmack. Wenn die aber schön durchgeglüht sind, ist das natürlich nicht mehr der Fall. Würde ich die Kohle jetzt umdrehen, wäre der Geschmack nochmal etwas intensiver. Und was hältst du zu meiner Lochung? Ja, ich habe zu Hause damit jetzt auch schon öfters geraucht.
Rauche auch momentan mit Bambucha. Gefällt mir ziemlich gut. Also es ist einfach so, man raucht ganz kurz mit Windschutz an, stellt dann den ab und kann dann eigentlich die ganze Zeit ohne Windschutz rauchen, in den letzten 5 Minuten nochmal kurz, obwohl der Tabak dann ja auch einfach nicht mehr so intensiv ist, das muss man ganz klar sagen. Alles was über 45, 50 Minuten geht, schmeckt natürlich nicht mehr so intensiv, das ist ganz klar. Ja, sonst gefällt mir es eigentlich ziemlich gut, der Durchzug wird nicht wirklich beeinträchtigt. Wir rauchen übrigens mit dem Shisha King XL Fusion. Meiner ist übrigens gut verarbeitet. Genau, Michi hat ja einen anderen bekommen. Ich hatte ja den schwarzen, Michi den blauen. Der passt übrigens ziemlich gut zur blauen Chicool. Blauen Shisha. Sehr, sehr dicht. Ja. Also ich könnte jetzt die Shisha, denke ich mal, eher runterreißen als den Schlauch. Oder das Glas abreißen, was ich natürlich jetzt in Ruhe nicht machen möchte. Aber ich teste es natürlich mal so vor, falls ich mal wissen möchte. Die Silikonfassung von dem Schlauch gibt es auch. So eine kleine von nebenbei. Ja, das war es eigentlich zu meinem wundervollen Setup. Ich denke mal, ein Video-Setup ist für manche Leute auch ganz empfehlenswert. Da können sie das Ganze nochmal so live und in Farbe und auch in echt sehen. Natürlich habe ich jetzt hier auch in diesem Thread auch ein Text-Tutorial gemacht, was einigen Leuten auch gefällt. So gesehen habt ihr dann die doppelte Portion. Ja, doppelte Medienverfassung. Was wollt ihr eigentlich mehr? Ich kann euch natürlich nochmal alles aufzeichnen. Ich bin auch gut in Kunst. Ja, 12 Punkte. ja, so ganz nebenbei. Und das war's eigentlich soweit. Einige Leute. Ja, mach erstmal du. Ja, es können ja einige Leute das nochmal testen. Ich habe schon viel positive Resonanz bekommen. Das Ganze funktioniert nicht nur mit Fantasia, sondern auch mit Starbucks, Alvaha, Shisha King Premium Tobacco, Elements. Soll man die Kohle etwas weiter an den Rand machen, falls der Tabak gerade erst 2 Tage gezogen hat. Ansonsten funktioniert das da auch prima. Und mit Hukuoka würde ich das nicht empfehlen. Vielleicht kann man das auch einfach mit 3 Bambucha dann machen. Ich denke mal, das wäre eigentlich optimal. Wahrscheinlich die Atomloch machen mit 3 Bambucha. Einfach die Atomloch machen bei Hukuoka. Und ich bin sehr zufrieden. Seitdem habe ich wieder sehr, sehr viel Spaß am Shisha rauchen, was ich davor eigentlich nicht so hatte. Und ja, ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ich freue mich auf Kritik und natürlich. Ja, besucht unsere Homepage ist erstmal shishaforyou.de. Euer Shisha-Blog für Reviews und so weiter. Shisha-Deals mit hinten z.de für alle Angebote, die ihr in der Shisha-Szene sozusagen finden könnt. Aktuell ist gerade das Gewinnspiel von dem lieben Richard von shisha-blog.net. Liebe Grüße mal an dich. Super Gewinnspiel, es geht um einen neuen Shisha-Song. Also, Leute, strengt euch an, es wurden euch ein paar Beats zur Verfügung gestellt. Also, echt super Sachen dabei. Und natürlich als drittes unseren niegelnagelneuen Shop. Shop4u.de. Besucht die Seiten. Gibt uns ganz, ganz viel Feedback und Kritik. Ihr könnt uns auch immer schreiben unter kontakt@shisha4u.de oder shisha4u@live.de. Und ja. Wie man sieht, wir haben alles sogar ein eigenes Postfach haben wir. Ja. Also. Steht in unserem Impressum. Und freut euch auf besondere Reviews. Ich habe mir da einiges überlegt. Das wird auch sehr, sehr lustig. Das wären ein paar Fun-Reviews. Natürlich machen wir natürlich auch mit normalen Reviews weiter. Wir haben schon 10.000 Shots hier liegen. Und Golden Layalina kriegen wir auch noch. Genau, Golden Layalina werden wir auch noch in Massen testen. Somit sehen wir uns einfach im nächsten Review. Haut rein. Bis dann.